Hallo und herzlich willkommen zur 241. Folge. Dies ist die letzte Folge dieser Aufnahmesession und ich habe etwas vorgearbeitet, denn da ist das Ergebnis. Ich höre noch ein bisschen Sachen brennen. Ich habe die Mauer hochgezogen, die sieht so aus. Und da habe ich auch schon ein bisschen was an Friedhof vorbereitet. Ich tue einfach nur kurz mal die Mauer zeigen. Schaut jetzt so aus. Können wir mal unten lang gehen. So, Wasser ist noch nicht drin. Die Fackeln werden auch noch auf die dritte Ebene gesetzt. Müssen wir auch noch wegklopfen hier. Ja, so schaut es jetzt erstmal aus. Groben und Ganzen. Gehen wir vorne mal wieder raus. Haben wir Kies. Wisst ihr mal. Wir haben uns grobe Erde hergestellt. Ich habe vorne die Lianen abgefahren, weil ich bemoosten Bruchstein brauchte. Und sind jetzt dazu gekommen, wenn man jetzt hier so lang läuft, hat mir jetzt so zwei Möglichkeiten drauf zu kommen auf den Friedhof. Hab hier erstmal so ein bisschen vorgearbeitet, so ein paar Steine. Mal die Optik, mal die Optik. Sieht eigentlich ganz gut aus, finde ich. Mit normalen Steinen, mit bemoosten Bruchstein, normalen Bruchstein natürlich auch und diesen Diorit. Und habe mich auch schon an einem Familiengrab geschaffen, das dann vielleicht mal so aussehen könnte. Das andere könnte vielleicht ganz anders aussehen. Ja. Muss mal gucken, wie wir das mal gestalten. Oder so ein bisschen hier nach oben hochziehen. Hier kommt ein Baum hin. Upsala. So. Und zwar haben wir dazu hier nicht die Sachen, aber da kommen wir gleich dazu. Wenn ich in diese Truhe blicke, nehme ich einmal das. Und ich brauche auch, naja, ich nehme mal ein paar mehr mit. 8 Stück. Müsste eigentlich lang. Und Rosen. Rosen brauchen wir. Und die können wir auch irgendwo hinstellen. Bam. So. Denn ich möchte da gerne einen großen, sehr, sehr großen Baum haben. Muss ja erstmal hier meine Werkbank, die habe ich glaube im Inventar, weil ich den Grabstein dort hinsetzen musste. So tun wir ja zwischenstellen. Und wir brauchen aber die Stöcke. Die Stöcke legen wir hier rein. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und 1, 2, 3, 4, 5. Ja, können wir ein bisschen mehr machen. So. Das langt auch aus. Und dann mache ich das einfach mal so. Wer kommt dann hier der Baum drauf? Und der wächst dann schön groß. Das sind dann 3 Blöcke. Mal sehen, wenn er wächst. Ich glaube, mir tut das mal ein bisschen dezimieren. Aber da ist die Chance, dass er nicht so groß wächst, sehr groß. Aber wir gucken mal. Wenn ich nämlich ja den da und dann diese Optik. Nein, nicht hier. Hier. Da denkt er nämlich, der ist ja am Hang und muss sehr groß wachsen. Hier haben wir das draufstehen. Und hier. Mal sehen, was es für ein Baum wird. Bin ich schon sehr, sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt bin ich. Ich hoffe, es wird ein schön großer Baum. So, dann wollten wir die Blume hier aufstellen. Können wir hier so aufstellen. Können auch auf dem Grab stellen. Das geht natürlich auch. Hier ist so davor werde ich nicht, weil da kommt ja noch das Schild hin. So, die großen kann man die auch hier drauf bauen. Das ist mir aber zu viel des Guten. Dann machen wir hier jetzt eine Rose hin, beziehungsweise da und da. Da schaut das doch schon viel besser aus, das große Grab.
Der große Baum, da wächst noch. Den Rest tun wir in die Truhe rein. Und da hören wir schon Zombie. Und ich habe hier auch schon mal ein paar Schilder vorbereitet und wollte da auch ein bisschen was dran schreiben. Schon mal in die Gräbe. Da wollte ich hier vorne auch anfangen. Und der hieß Theodor Denz. Theodor Denz. Und ich weiß nicht, wie ich dieses Kreuz mache, deswegen plus. Oder wie macht man das so? Wie machen wir denn das? Hashtag ist auch nicht so praktisch. Hat er irgendwie ein Symbol, was man dazu verwenden könnte? Geht das eigentlich? Donnerzeichen geht, das ist der Paragraph. Paragraph geht nicht. Hoch 3 geht auch. Hoch 3 geht. Was nehmen wir denn da am besten? Das Hashtag, das gefällt mir dann eigentlich. Eigentlich ist das Hashtag am besten. Der Stern ist, wie gesagt, das Geburtsdatum und genau. Theodor Dez. Habe ich mir aufgeschrieben. 10.3.1521. Nee, 1521. Und dann müssen wir einfach das Plus dazu nehmen. Und dann haben wir das unten drunter schreiben. Dann machen wir hier so einen Trennstrich. Ich glaube, wir machen den Trennstrich. Das passt nämlich. Trennstrich ist der 14. 1. 13. 67. Und das ist nämlich der Bäckermeister. Ein gutes Stück. Ein gutes Stück. So, und dann vielleicht mal wo ganz anders hin, dass man das nicht so geregelt hat. Das hat nicht funktioniert. Müssen wir das doch zwei hoch machen? Das ging ja doch schon ein bisschen zu schnell. Wir haben ja ein paar Setzlinge mitgemacht, ne? Mitgenommen. Genau. Machen wir das doch mal noch einen höher. Na, ist es, der hätten wir auch einen gehabt. Na, egal. Machen wir hier so. Dududum. Lalalala. Schalalala. So. Da drüben sind auch noch Zäune. Oh, die hinfliegen. Ist ja der Hammer. Boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Das ist mal was anderes hier. Das ist was anderes. Das schaut eigentlich so ganz gut aus, muss ich sagen. Weißt du das Lied hier? Bit-Bit Loop. Vielleicht schon sehen können. So, Zäune, Zäune, das, das. Und zwar durch das mal hier ran plöppen. Und zwar ist das der Ritter
Garden. Oh. Garden. Oh, jetzt habe ich das Wort vergessen. Minister war es nicht. Wie hieß denn das? Priester? Nein, war es auch nicht. Herr. Oder? Rittergartenherr? Rittergartenkönig ist auch Mist. Rittergartenbischof war es. Bischof. Aber Bischof. Was ist so geschrieben? Bischof? Bischof. Ich schreib's einfach mal so. Heinz? Stoppel. Reicht eigentlich. Und der ist geboren am 5.9.1300 94 steht ja. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Und gestorben? Und gestorben? 31.10.1354. Was schreibt man da unten drunter? La la la. Axt, Schwert, Beil. Ja, er kämpfte bis zum, und dann könnt ihr euch wieder denken, es ist Nacht, da. Tiefste Nacht, da ist der Mond, schaut ihn euch an. Mal einen Screenshot machen. Ich bin nicht so oft in der Nacht hier unterwegs. Können wir doch gleich mal einen Screenshot machen, ja. Bam. Und vielleicht nach hier. So, dass wir so ein bisschen den Friedhof drauf haben. Ach Mist. Da ist ja das Minecraft-Symbol oben im. Ihr wisst schon was. Wenn ich statt den da mache, ist der Mond genau in der Mitte noch zu sehen. Aber ich muss ja irgendwie den Mond mit so reinbringen. Das schon mal gar nicht. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Von oben? Ne, von oben, da gucke ich ja nach unten. Da ist der Mond doch weiter oben. Von unten, wenn dann. Ah, das geht ja nicht. So ein Scheiß. Von weiter hinten eventuell. Von weiter hinten. Kommen wir irgendwie auf die Bäume drauf. So. Kommen wir irgendwie da oben drauf. Auf die Birken. Da gucke ich aber auch wieder nach unten. Ne? Von weit oben. Also das sehe ich nicht wegen den Birken. Und der ist jetzt noch weiter hoch. Also der ist jetzt schon im Zenit. Bringt nichts. Bringt nichts. Ich muss einfach so eventuell den Friedhof, bam, und Screenshot, und ich verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage ciao. Bye bye. Yeah.